So, willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir uns da mal den Propheten entdeckt. Und in dieser geht es jetzt natürlich, wie versprochen, in die Geheimgräber. Bevor wir uns dann aufmachen in die geheimnisvolle Stadt Kitesh. So, der Bär, der hier war, der ist hinüber. Das Erz, das hier ist, können wir mitnehmen. Ist aber noch nicht wieder das Spezialerz, oder? Warst du beim letzten Mal noch auch nicht. Ja, das ist voll jetzt. Also wir müssen auf jeden Fall auch beim 1 Lagerfeuer. Aber zunächst, wie gesagt, das geheime Grab. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt dann da ohnehin auch wieder ein Lagerfeuerchen. Gut, hier kann ich verstehen, dass man so ein Gerät braucht. In der Krypta beim letzten Mal war das dann doch irgendwie ziemlich sinnfrei. Aber wir können auch ein bisschen schneller schwimmen. Das vergesse ich jedes Mal. Und hier können wir wieder auftauchen. Ein optionales Herausforderungsgrab. Schön. Um ehrlich zu sein, ein bisschen viel Dschungel für die Gegend. Ein bisschen viel Swamp. Aber na gut. Es ist nun mal, wie es ist, und damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Oh. Nur nicht runterfallen, sonst müssen wir von vorne anfangen. Glitschig müsste es eigentlich sein. Ein paar seltsame Geräusche hier. Strudelzuflucht. Ein Schriftrollenbehälter, verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Ja. Und irgendwo ist noch eine Markierung. Interessant. Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen. Von wegen Schriftrollen. Gut, und da ist das Lagerfeuer, von dem ich sprach. Neuer Bogen, das Grab flüstern. Sehr gut. Eine neue Fähigkeit haben wir. 16 von 19, 13 von 17. Wir nehmen mal hier. Und ja komm, wir nehmen natürliche Materialien. Machen wir mal einen Fähigkeitspunkt. Fällt voll, auch wenn ich eigentlich kein Material mehr brauche. Flüstern. Er ist schwächer. Der sieht cool aus, aber er ist schwächer, als ich ihn habe. Höhere Zielgeschwindigkeit, höhere Schussfrequenz. Geringere Haltezeit. Haltezeit, Schusshandschuh. Nett. Erhöht die Haltezeit. Also das lohnt sich mal tatsächlich gar nicht. Wir bleiben also tatsächlich beim Todesatem. Der im Prinzip unser bester Bogen ist. Ja, aber noch nicht aufwenden können, denn wir brauchen hier, wie heißt es, Chromiterz. Ich hatte tatsächlich das gesamte Magnesiterz verbraucht, okay. So. Sturmgewehr ist das, habe ich immer ein Standardsturmgewehr? Maschinenpistole, Repetier und Goldfang. Erst 4 von 6. Na gut, machen wir mal, entfällt besser und die Pistole. Die schwere Pistole. Ja. Einmal aufwerten. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, was das geheime Grab für uns so an Möglichkeiten bietet. Eine Falle. Schön. Warum zum Geier? Zieh drauf. Ich wollte am Rand langlaufen und sie tritt mitten auf die Falle. Gut, dass ich die Pistole ausgerüstet hatte. Beingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend. Ja, gar nicht schlecht. Da komme ich dann später wieder hoch, denke ich. Viel zu entdecken, es hier gibt. Unter anderem eben hier auch wieder eine Karte. Die Toten
staunen die Flüsse. Doch keine Karte. Das Blut unserer Kinder fließt durch das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn? Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Ein Bürger Kitesch fragt sich, was passieren wird. Ja, kann ich dir nicht sagen, Kollege. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ihr noch die gleichen seid oder ob ihr Nachfahren seid, die heute hier so rumrennen. Die Bäder. Das hat sie jetzt woran genau erkannt? Ja, springen. Da ist Zeug am Boden. Das heißt, ich muss entfluten. Okay, Karte sind in geheimen Gräbern eher nicht so beheimatet. vertreten wäre das, glaube ich, passendere Wort. Kein Anzeichen von Gewalt. So. Ein Dokument gibt es tatsächlich. Und das ist da links. Können wir uns vielleicht sogar holen. Ich vermute mal wirklich, dass wir das Wasser ablassen müssen, damit wir hier in irgendeiner Form vorwärts kommen. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Wegen der vielen Toten und der Zerstörung der Stadt mussten die Überlebenden ihr altes Leben aufgeben. Jo. Ach, guck mal. Da sind wir dann wieder, wo wir waren. Aber nicht da, wo uns der Weg jetzt hinführt. Denn wir müssen erst einmal rauskriegen, wie wir hier weiterkommen. Dafür, denke ich, brauchen wir die Kurbel da vorne. Also das Bötchen. Das Boot bewegen. Ja, wahrscheinlich sogar. Es muss einen Weg da reingeben. Dann kurbeln wir ein bisschen. So. Da komme ich ja ohne weiteres hin. Da will ich, glaube ich, hin. Kann das sein? Dass ich da durchkomme? Loslassen. Dann müssen wir einfach nur ein neues spannen. Dann können wir uns mal darüber ziehen. Dann können wir da hoch. Alles klar. Und das Boot sinkt direkt. Rein zufällig genau an der Stelle, wo ich hin muss. Da ist eine Kurbel. Und da vorne auch. Kann interagieren. Ziehen. Ah ja. Alles klar, damit das so bleibt. Nein! Na gut, dass das Wasser wieder steigt. Wir brauchen die Kurbel da vorne. Das System habe ich schon verstanden. Die sollte eigentlich auch gar nicht ins Wasser fallen. Okay. Das heißt, damit das funktioniert, muss ich das Wasser ablassen. Es steigt ja nur sehr langsam wieder. Und dann ich dahin und kurbel. Alles klar.
Kurbel. Und dann können wir das Wasser dauerhaft ablassen. Gut. Und dann geht's hier lang weiter, ja? Da geben sich ja neue Möglichkeiten, die wir auch hätten nutzen können, wenn wir einfach getaucht wären. Aber okay. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So. Ich muss irgendwie jetzt erstmal schauen. Da ist was für mich. Dankeschön. Ja, dann komme ich da wieder weg hier. Lassen wir erstmal ein bisschen das Wasser ab und gucken mal, was wir dann entdecken. Natürlich kann ich mich jetzt nicht komplett umgucken. Schön, wie die schwimmenden Pflanzen mit absinken. Hier scheint es nichts zu geben, wo ich festmachen kann. Also geht es um Geschwindigkeit. Möglicherweise. Oh, da komme ich nicht durch. Okay, es geht also tatsächlich um Geschwindigkeit. Aber eben in der Form, dass ich oben rum muss. Und jetzt muss ich warten, bis das Wasser wieder hoch genug ist, dass ich da drankomme. Schön. Das dauert und dauert und dauert. Aber wir haben ja ein bisschen Geduld. Da komme ich an. Jetzt, na bitte. Stellt sich natürlich die Frage, wie fixieren wir diesen Hebel? So, jetzt spontan geht es ja nicht. Also finden wir drüben irgendwas, womit es geht. Das Boot. Das Boot ist die Lösung. So. Hätte ich eigentlich von vornherein drauf kommen können. Aber nun gut. Jetzt ist es nun mal wie es ist. Müssen wir so durch. Und dann müssen wir aber schnell zum Boot gleich. Um zu kurbeln. Damit wir dann das Ganze hier auch auf Spannung halten. Und dafür müssen wir dann jetzt die Geschwindigkeit anbringen. Nicht geschafft. Die Kamera hat sich nicht schnell genug gedreht. Ist ein bisschen blöd. So. Jetzt hat sie sich einfach so gedreht. Nicht gut. Nochmal das Ganze. Runter in das Boot. Check.
war der letzte. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Münzen mal wieder. Das Grab dauert tatsächlich länger, als ich ursprünglich erwartet hätte. Pfeile mit, da sind noch ein paar Münzen. Dann stellt sich mir die Frage, warum gerade in einem Badehaus hier so eine alte Schrift verborgen sein sollte. Aber nun gut. Und wieder die gleiche Seite. Ein alter Kodex. Der hier scheint ein Handbuch fürs Bergsteigen zu sein. Schön. Was kriegen wir denn? Den eisernen Griff. 7 von 9 Gräbern. Klettern auf Stein- und Eisoberflächen ist erheblich schneller. Schön. Fortfahren. Die Bäder von Kitesh abgeschlossen. Dann heißt es jetzt hoch. Oh, Entschuldigung. Und rein ins nächste Grab. Ich überlege gerade. Ich muss ja bis da unten. Ich könnte auch zu dem Lagerfeuer gehen. Ich könnte auch unterwegs hier noch das Relikt einsammeln. Das ist eh oben. Da muss ich eh hin. Nee, ich muss doch da durch die Treppe. Und da ist noch ein Dokument. Na komm, wir gehen den normalen Weg raus. Ist ja nur eine relativ kurze Tauchstrecke. Die kriegen wir rum. Wenn wir schnelles Tauchen machen, sowieso. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die entsprechende Strecken auch schon ohne Tauchgerät hinter sich gebracht hat. Also es wäre wahrscheinlich gar nicht zwingend notwendig gewesen. Aber gut. Wir kehren uns gleich mal eben kurz was fehlende Dokument. Ah, Pilze. Pilze nehme ich mit. Oh, du bist auch wieder neu da. Kann ich jetzt das Erz hier wieder aufsammeln? Nein. Noch mehr Pilze. Pilze nehmen wir mit, haben wir gesagt. Wundervoll. Oben. Ich bin ja eh gerade hier oben, ne? Kann ich mir auch eigentlich noch das Relikt holen. Dass ich das übersehen habe, ist ja eh schon mal ärgerlich genug. Oh, hallo. Quatsch mir nicht zu, Tüfe. Es ist unterhalb. Ach ja, ich vergesse jedes Mal, dass ich ja die Streubomben geskillt habe. Eine prähistorische Nachbildung eines Bären. Der Stein sieht aus, als könnte er aus diesem Tal stammen. Schön. Für den Bären. Ah ja, guck mal, noch eine Karte. Ein paar Geheimnisse sind hinzugekommen. Ich sehe ein Dokument, ich sehe ein Überlebensversteck. Den Monolithen müsste ich jetzt eigentlich lesen können. Und da habe ich eigentlich auch alles. Okay, jetzt geht es erstmal ums Überlebensversteck. Das ist wieder oben. Selbstverständlich, wo auch sonst.
Och, noch weiter ist aber auch echt blöd. Renn, 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 renn. Da links. Eine der üblichen verdächtigen Stellen. Gut. Dann, nein, der Button und das Dokument. Das sich im Himmel befindet, was ich nicht glaube. Wir finden schon, denke ich. Muss nochmal gucken. Moment, ich habe einen Huhn gefangen. Gibt's hier das Hühnergatter? Da nicht. Da nicht. Wo ist dieses wunderbare Hühnergatter? Ich schmeiße euch alle in den Brunnen. Ich sag's euch. Hier gibt's keine Hühnergatter. Und das ist ätzend. Tja. Bye bye. Oh, und ich springe hinterher. Das war auch nicht sehr klug. Tödlich? Nein. Die gute Frau haut sich einfach auf den Boden. Das Tal hatte ich allerdings auch ein wenig anders in Erinnerung. War das mit den Hasen? Ne. Da oben drauf. Und da bin ich nicht von alleine auf die Idee gekommen. Naja, gut. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Talstreifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Sie jagen Bären nicht wegen des Fleisches, aber sie müssen gewappnet sein. So, hätten wir das. Dann führt uns der nächste Weg erst einmal zum Monolithen. Und das ist... Ah, Wildschweine. Die nehme ich mit. Ja, ja, ja. Hau dich mal auf die Seite. Rumpel. Pumpel. Nämlich Fell und Wildschweinfell, lustigerweise. Das ist jetzt natürlich die Frage, ist es das Grab? Geh mal hoch da. Ich möchte erst zum Monolithen. Blub, blub. Der Stand, wenn ich mich richtig entsinne, da hinten, ja. Matsch, 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 matsch. Roter Matsch. Hm. Da ist er. Oh, natürlich. Es ist ein Rätsel. Aber wenn ich richtig verstehe. Hast du jetzt ein paar Münzverstecke entdeckt? Wunderbar. So viel Zeit muss noch sein. Mutsch, 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 mutsch. Wir haben ja noch ein paar Kleinigkeiten, die wir für die Münzen bekommen können. Ist mir egal, wir gehen jetzt Richtung Grab. Irgendwann werde ich alle Münzen holen müssen, aber dieses Irgendwann ist nicht jetzt. Ja, ich weiß, wir müssen ein Stückchen runter.
tödlich. Glücklicherweise doch nicht. Dann spring einfach. Da hinten wollen wir hin. Da waren wir ja auch schon mal. Und dann fehlt nur noch ein Grab. Wenn wir das hier durch haben. Da ist der Eingang. Und dann sind wir jetzt auch schon bei 25 Minuten. Und ich denke, dass das bedeutet, dass ich die Folge hier beenden werde. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um dieses Grab. Bis dahin, euer Stöffel.